Herzlich willkommen zu Geistreich. Paranormalerforscher Chris und Ghost Hunter Explorer Teammitglied Sonja nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt des Paranormalen. Authentisch und geistreich. Hallo und herzlich willkommen zu Geistreich, dem Geisterjäger-Podcast. Zusammen mit der Sonja von der GIT. Hallo zusammen. Und mir, den PI Chris. Ja, wir haben jetzt wieder eine Woche vergangen und jetzt bin ich wieder dran mit einem wunderschönen Thema. Hoffe ich zumindest, dass es ein wunderschönes Thema wird. Ich bin gespannt. Ich wollte gerade fragen, ob du gespannt bist. Das war jetzt Gedankenübertragung. Genau. Aber nein, darum geht's auch. Also geht, ausnahmsweise mal keine Gedanken. Also das wäre echt witzig gewesen, wenn das Thema gewesen ja, wäre. Ja. Nein, bei mir geht es darum, die Lebensdauer von Spirits. Also sprich, wie lange existieren Wesenheiten? Okay. Und ja, da die Frage kam ja natürlich auf, ne? Wir haben ja jüngere Ereignisse, wo es noch relativ viel Aktivitäten auch gibt. Und wir haben auch ältere Ereignisse, wo es halt eigentlich merklich irgendwann weniger wird. Von daher wollte ich dich fragen, wie ist denn so deine Sichtweise auf dieses Thema? Also erstmal finde ich das ein sehr interessantes Thema, weil, wie du schon sagst, vielleicht hat es was mit den Orten zu tun, die wir besuchen, aber so grundsätzlich haben wir es tatsächlich sehr häufig mit Dingen oder mit Ereignissen oder mit Wesenheiten zu tun, die von ihrer Lebenszeit her jetzt noch gar nicht so lange verstorben sind. Also so stelle ich das zumindest fest. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, irgendwie eher selten mit jemandem aus der Steinzeit oder auch nur aus der Römerzeit oder sowas zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich persönlich auch relativ wenig. Also von den, von den Älteren jetzt. Was ist denn das älteste Objekt sozusagen, was du mal untersucht hast? Ich glaube, mit zu den ältesten Objekten gehört auf jeden Fall das Schlössel in der Pfalz. Das, also die Burg selber stammt aus der Stauferzeit, aber der Platz ist schon viel, viel früher besiedelt gewesen. Also die Karolinger waren schon dort und wahrscheinlich auch die Kelten. Da gehen wir also so zurück bis ins 8. Jahrhundert sowas. Aber auch da, also haben wir so bestenfalls Resonanzen bekommen, die aufs Mittelalter schließen lassen. Nicht auf eine frühere Epoche. Gut, die Frage war jetzt vielleicht auch sogar ein bisschen blöd gestellt, weil es eigentlich sehr, sehr oft halt auch der Fall ist, dass natürlich an Burgen schon eine viel, viel frühere Geschichte als das, was wir jetzt sozusagen als Ruine haben, dort stattgefunden hat. Vielmals. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Burg Heinfex, da gab es ja auch keltische Funde und sowas, was man da alles hatte. Genau. Hallstattzeit, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, durchaus möglich. Also weil diese Burgen befinden sich ja nun gewöhnlich eben an Orten, die auf irgendeine Weise zum Beispiel gut die Landschaft überblicken. Das heißt also, dass natürlich auch schon die Menschen vor den mittelalterlichen Menschen irgendwann mal wahrscheinlich gedacht haben, das ist ein toller Siedlungsplatz. Und trotzdem hatte ich bis jetzt nicht irgendwie, glaube ich, das Vergnügen, mit einer so alten Wesenheit in Kontakt zu treten. Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen schwierig einzugrenzen, weil, also wir fragen ja auch nicht immer, ne? Man sagt ja nicht, wie alt sind sie denn? Oder man versucht es zwar manchmal, aber dann gibt es halt in der Regel auch keine Antwort oder nur sehr seltene Antwort, sodass man sich das immer so ein bisschen selber zusammenstückelt, wann jetzt diese Wesenheit vielleicht gelebt haben könnte. Und so grundsätzlich ist natürlich die Frage, ob denn oder wieso oder wie lange denn Wesenheiten überhaupt hier, also quasi auf der Erde, verbleiben. Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, das liegt auch ein bisschen an meiner Fragestellung vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt echt noch nie jemanden nach seiner Epoche gefragt. Also, ja. Du gehst halt eigentlich meistens, wenn du jetzt in eine Ruine reingehst, dann
du konzentrierst dich ja eigentlich meistens auf den Zeitpunkt, von dem die Ruine ist, ne? Also Ja, kommt die genau. jetzt aus dem Spätmittelalter, dann fragst du halt noch jemanden aus dem Spätmittelalter, vielleicht auch noch Personen nach Landgrafen oder nach irgendwelchen Vogten, die dort waren. Aber jetzt selten guckst du, okay, wann wurde die denn zum allerersten Mal gebaut? Und wenn da vorher eine Holzburg stand, fragst du jetzt nicht nach den ja, Vogt der alten Burg, die damals aus Holz da im Frühmittelalter Was gestanden ja ist. halt auch schwierig ist, weil es da einfach keine Quellenlage gibt. Richtig, ja, das Ja. ist natürlich, ja. Wir orientieren uns ja dann schon gerne auch an der Geschichte. Aber das bedeutet natürlich eben auch, dass uns nur die Geschichte zur Verfügung steht, die halt eben bis in unsere Zeit dann auch aufgezeichnet wurde. Und Ja, das ist ja erst. genau. Und die meisten ersten urkundlichen Erwähnungen, da hast du ja meistens erst so ab 11. bis 12. Jahrhundert. Ja, genau. Und also da geht es eigentlich erst richtig los mit den ganzen Urkundenvergaben und so weiter. Genau. Und vorher war es dann halt wirklich, wenn du Glück hattest, wurde es irgendwo erwähnt. Aber ja, meistens dann doch nicht. Genau. Ja, genau. Und deshalb glaube ich, also ich weiß nicht, ich denke, wenn eine Wesenheit vortreten wollen würde, dann könnte sie das natürlich jederzeit tun. Und dann wäre tatsächlich die Frage, ob wir halt eben bemerken, dass diese Wesenheit viel, 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 viel älter ist, als wir uns das vielleicht denken. Ja, das ist halt immer das Schwierige natürlich auch, ne? Vor allem, wenn du jetzt nicht eine saubere EVP-Dokumentation zustande bekommst, dann hast du natürlich auch am Ende keine Ahnung. Du kriegst vielleicht, naja, wenn du Glück hast, einen Namen, aber ganz ehrlich, einen Namen kriege ich auch so nicht immer. Oder eigentlich schon relativ selten, wenn man jetzt mal so die Maßstäbe vergleicht. Meistens hast du irgendwo vielleicht mal ein Ja dabei und Nein oder was auch immer. Da weißt du natürlich nicht, von wann der jetzt genau ist. Und gut, die ältesten Orte, die ich selbst untersucht habe, ist einmal so ein Römertempel gewesen, den habe ich damals zusammen mit dem Erik besucht. Und das Einzige, was dort eigentlich bemerkenswert war, war, dass mit einmal so ein Metallschlag aus dem Wald herauskam, der nicht wirklich weit von uns weg war. Aber das kann natürlich auch durch andere Sachen irgendwo verursacht worden sein. Von daher ist es doch schon lange her. Und ist halt immer ein bisschen schwierig dann einzuordnen, war das jetzt was Paranormales, war das nichts. Ja, aus dem PU ist halt, ne? Ja, genau, das ist Ja. halt immer das Problem. Ein weiterer alter Ort, den ich jetzt mal untersucht habe, war die Sculpture Cave in Schottland. Und dort sind halt nachweislich auch die Pikten gewesen, beziehungsweise das war auch sehr eindrücklich dargestellt von den piktischen Felsritzereien, die dort zustande Okay. kamen und auch. Gib doch mal noch eine Zeitepoche dazu. Das war so 3., 4., 5. Jahrhundert, so in der Ah, ja, Dreher. okay. Genau, ja. Okay. Ja, der Römertempel war, ja, auch so, müsste 2., 3. Jahrhundert gewesen sein. Weil das am, der obere Limes war das, wo der stand. Also, ja, so nahe der Nullergrenze, sagen wir mal so, ging schon sehr nah dahin. Ja. Also, um die 1800 Jahre so. In grob geschätzt. Und gut, in der Sculpture Cave war halt wirklich auch irgendwie, es war was spürbar. Also man spürte das, was da war. Es war halt, wir hatten da unsere Vorkommnisse. Allerdings, ja, ist natürlich jetzt sehr, sehr schwierig einzuordnen. Wir haben nichts an EVPs bekommen. Und von daher ist es sehr, sehr schwierig, da jetzt irgendwas auszumachen, wie alt das dann jetzt da drin eigentlich jetzt wirklich gewesen ist. Und vor allem, Ja. war es denn überhaupt irgendwas, was Menschliches oder ne, das weiß man nicht in dem Falle. Man kann nicht sagen, was es jetzt genau war und demzufolge ganz, ganz schwierig einzuordnen, ob das jetzt halt ja, vergleichbar ist mit dem Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? Ob der so lange Ja. existieren wird. Ja, die Frage ist ja vielleicht auch, also wird die Wesenheit schwächer im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, also nimmt vielleicht die Energie irgendwie ab, sodass es diesen ganz alten Seelen vielleicht auch schwerer fällt, sich
mit uns in Verbindung zu setzen, oder ist es gerade umgekehrt? Und je älter die Seele, desto stärker und mächtiger kann sie sein? Das sind halt, ja, es sind halt beides eigentlich für Ideen, die durchaus irgendwo Sinn machen würden. Ne? Weil, wenn man sich überlegt, okay, so eine Seele, wenn man jetzt wirklich dieses Energiemodell mal herzieht und sagt, okay, es hat jetzt ein gewisses Potenzial an Energie, kann das auch auf irgendeine Weise wieder auffüllen, was es ja theoretisch auch müsste. Und demzufolge, okay, schafft es jetzt das über zum Beispiel 2000 Jahre hinweg? Oder geht halt irgendwann wirklich der Saft aus, ne? Das ist halt. Ja. Das war nett formuliert, Chris. Ja, aber es ist schon so. Also ich meine, das finde ich eine relevante Frage irgendwie, ne? Also bleibt das immer irgendwie gleich von der Stärke? Also, oder ändert sich das dann tatsächlich? Und also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ja an solchen Orten also dann auch höchstwahrscheinlich noch nie vorher jemand gewesen ist, der versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Also es ist vielleicht auch erstmal natürlich eine sehr spezielle Situation für die Seele oder die Wesenheit, die sich noch doch dort aufhält. Ich glaube, es sind bisher relativ wenig römische Ruinen untersucht worden. Von daher müssten wir vielleicht mal so ein Experiment starten. Ja, genau, dass man sich mal ein bisschen auch auf so etwas fokussiert. Meistens sind es dann ja doch die guten alten Burgen oder halt Schlösser, ne? Oder halt Ja, Bunker. genau. Also ja, eigentlich das, was immer da ist und davon, umso klar ist natürlich auch, umso älter, umso weniger ist natürlich da. Ne? Ja, das kann dann natürlich auch etwas damit zu tun haben, dass man dann weniger beeindruckende Bilder natürlich auch einfach erhält, ne? Also das Ja. ist ein ganz trivialer Grund, der vielleicht auch manchmal in so eine Entscheidungsfindung mit reinspielt, warum halt Orte ausgewählt werden, von denen durchaus noch mehr vorhanden ist als jetzt so gerade explizit aus der Römerzeit. Obwohl es ja je nach Landschaft oder je nach Bundesland gibt es da ja auch durchaus eindrucksvolle Reste im Übrigen. Also, Ja, durchaus, ja. ja. Aber es fällt nicht wirklich oft in den Fokus, würde ich mal sagen. Also viele, die jetzt zum Beispiel sagen, Mensch, wo könnte man denn hingehen? Ich glaube, die denken jetzt nicht, Mensch, gucken wir mal, wo irgendwo irgendwelche römischen Ruinen stehen. Ja, was ja ganz interessant Ne? ist eigentlich, weil, also ich meine, auch in der Römerzeit, wenn ich da an Kaiser Nero denke, gab es ja durchaus Massaker, Mord und Totschlag. Also eigentlich all das, was der gemeine Ghost Hunter so braucht. Ne? Und von daher ist das ja eigentlich genauso ein in Anführungsstrichen qualifizierter Ort, Anführungsstriche, wie jede Burg oder jedes Kloster oder jedes Schloss. Ja, man braucht eigentlich nur mal zu gucken, was am Limes für Kastelle übergeblieben sind, also jetzt auch von der Landschaft her. Und wie viele davon letztlich auch niedergebrannt wurden. Und da gab es dann garantiert mal so das ein oder andere Scharmützel. Und von daher wäre es durchaus natürlich denkbar, dass dort vielleicht auch so der ein oder andere kleine Römer noch rumstromern könnte. Ja, also ich bin überhaupt nicht in der Situation, das in irgendeiner Weise in Frage stellen zu können, weil, wie gesagt, ich selber einen solchen Ort noch nicht untersucht habe, tatsächlich. Das liegt aber bei mir jetzt oder in meinem speziellen Fall einfach auch tatsächlich daran, dass es bei uns hier im Hochschwarzwald zwar durchaus auch natürlich Römer gegeben hat. Ja, also ist ja ist nicht ganz so weit. Da gibt es hier auch ein ehemaliger Limes-Standort oder ein Standort vom Limes oder am Limes, wie sagt man das? Am Limes Am wahrscheinlich, Limes, oder? ja. Ja. Und da ist einfach die Location an sich, oder die Locations an sich sind da so ein bisschen problematisch, weil sich leider römische Überreste oftmals in Ortschaften befinden und nicht außerhalb, ja, oder halt eben im Rahmen von irgendwelchen Ausgrabungen zugänglich sind, das heißt also öffentlich zugänglich sind und auch Eintritt kosten und dadurch natürlich
angefragt werden müssten. Und ich weiß von einem größeren römischen, ich weiß nicht, ob es ein Oppidum, sagt man überhaupt Oppidum oder bin ich Nicht bei gerade in den der Römern, falschen Epoche? bist du eher bei dem Bei den falschen Volk, bei Kelten, den oder? Kelten. Ja, super. Wie sagt man noch zu einer römischen Stadt, bitte? Ja, jetzt fällt mir das lateinische Wort für die römische Stadt nicht ein, okay. Ja, also entweder eine Stadt oder irgendeinen größeren Hof auf jeden Fall gibt es in der Nähe von Hechingen, bei Albstadt. Und das ist aber halt eben öffentlich zugänglich und liegt direkt neben einer sehr stark befahrenen vierspurigen Straße. War das da, Also, wo ich mal war? ja, ich Oder denke schon. Das kann im mir jetzt gut Bumm. vorstellen, dass du da mal gewesen bist. Ja gut, wir hatten uns doch mal in der Pfalz getroffen. Da war auch was direkt an der Straße. Achso, nee, Das. das war in Nee, der das. Pfalz, Ach ja. so, okay, gut. Ja, das war in der Pfalz. Dann Genau, da eine. gibt es auch römische, natürlich gibt es da auch römische Ausgrabungsstätten und auch römische Landhäuser und dergleichen. Also gibt es überall in Deutschland. Vor allen Dingen, glaube ich, im Süden, oder? Ja, also die Ja, Römer sind überwiegend im so Süden gewesen, genau. naturgemäß, ja. Und von daher, aber die liegen halt tatsächlich in den allermeisten Fällen extrem unglücklich, was so die Möglichkeit angeht, sie paranormal untersuchen zu wollen. Das naheliegendste Beispiel bei dir, was mir jetzt einfällt, wäre Rottweil zum Beispiel. Ja, Aber oder auch hier mitten in der Hüfingen. Stadt. Hüfingen hat auch tatsächlich römische Überreste. Ein römisches Bad ist dort Wollte gewesen. gerade sagen, das war das Bad, ne? Ja, Ja. und das liegt halt auch total unglücklich, leider. Also es ist irgendwie dem Umstand geschuldet, dass da, wo eben die Römer einstmals siedelten aus einem guten Grund, heute eben wieder Siedlungen aus einem guten Grund sind, ne? Ja gut, die meisten römischen Städte haben natürlich auch irgendwelche heutigen Städte begründet, ne? Also Ja, nehme das, Trier. genau, zum Beispiel. Sicherlich die bekannteste Stadt Ich mit wollte gerade sagen, das ist eines den der prominentesten größten, Beispiele jetzt. ja, mit den größten Überresten, sicherlich auch aus dieser Zeit. Ne? Allein die Porta Nigra und Ja, genau. das Amphitheater und so weiter und die Badruinen. Aber auch das ist alles natürlich nicht frei zugänglich und liegt auch nicht wünschenswerterweise einsam im Wald. Richtig, ja. Gut, was man natürlich auch als Option für alte Untersuchungsorte sehen könnte, wären zum Beispiel keltische Grabhügel. Ja, Na. Klar, gibt es natürlich auch reichlich die keltischen Grabhügel. Auch hier bei mir in der Nähe gibt es den Margaretenhügel, einen der größten Stimmt, Grabhügel genau. überhaupt. Ja, also ich weiß halt nicht. Also mir zum Beispiel, ich finde ja wirklich diese Orte schon auch faszinierend. Aber mir würde die Motivation fehlen, an einer solchen Stelle eine PU durchführen zu wollen, weil ich diese Grabhügel halt eben als genau das verstehe, nämlich Gräber, also als einen Friedhof. Und für mich Friedhöfe überhaupt nicht so unbedingt zu den Orten gehören, die ich als aktiv bezeichnen würde. Und sicher kannst du mir sagen, dass du schon an einem keltischen Grabhügel warst und die fantastischsten Ergebnisse erzielt hast, oder? Ich habe noch keine Untersuchung an einem keltischen Grabhügel gemacht. Ausgeschlossen. Am Margaretenhügel war ich zwar, aber ich habe keine Aha. Untersuchung gemacht. Ja gut, beziehungsweise, ich glaube auch beim Margaretenhügel, da liegt ja auch keiner mehr. Nee, die sind ja also meistens leer, oder? Ja, also ich glaube, der wurde eigentlich auch so ziemlich komplett Ja, also durchgraben und leider, genau. wieder aufgeschüttet sozusagen. Ja, Von ja, daher ist natürlich auch die Frage, okay, wie weit ist der Geist an dem Ort überhaupt noch gebunden? Ne? Das ist halt, oder wenn überhaupt gebunden. genau. Das ist halt immer die große Frage. Ne? Wie, wissen wir nicht. Wir wissen ja eh nicht, ob er jetzt überhaupt großartig an irgendwas gebunden ist oder wie auch immer. Ich persönlich halte zwar jetzt Friedhöfe nicht so für so unspektakulär, aber ja, denk mal jetzt gerade was Grabhügel angeht, da habe ich bisher wirklich, ich meine, ich besuche sehr oft welche, auch noch ältere Grabhügel, die jetzt wirklich so schon so Trichterbecherkultur oder so sind. Da
Ja, das ist halt schon, ist jetzt kein Ort, wo der mich jetzt wirklich so sagt, Mensch, hier jetzt eine Untersuchung. Hat mich jetzt bisher eigentlich noch nicht so angesprochen. Gut, vielleicht ist der ein oder andere, ja, so ein Hünengrab oder sowas, weißt du, Großsteingräber zum Beispiel, was ja letztlich in den meisten Grabhügeln auch irgendwo mit drinne steckt, ne? Davon mal abgesehen. Das eine ist halt noch mit Erde bedeckt, das andere ist halt schon offenliegend. Ja. Aber gut, da gab es halt schon so der eine oder andere, wo ich mir dachte, Mensch, hier mal eine Untersuchung wäre gar nicht so verkehrt. Ist aber halt auch die Frage, ist da vielleicht unsere eigene Psyche wieder so ein bisschen mit dabei, der sagt, hey, das sieht jetzt cool aus, da würde ich jetzt gerne mal eine Untersuchung machen, weil es cool aussieht. Oder ja, wenn es mit Erde bedeckt ist, dann sieht es ja nicht cool aus. Dann ist es ein Erdhügel. Ja. Ja. Ja, also ich denke, also klar, die Präsentation des Ortes ist ja doch auch gar nicht so unwichtig für viele. Richtig, ja. Und wenn sich halt der Ort als so völlig unspektakulärer Hügel präsentiert, dann ist es sicher eine Sache. Wenn da sowieso niemand mehr liegt, ist das nochmal eine andere. Und wenn man dann halt eben noch wenig oder vielleicht sogar fast nichts über die Hintergründe oder Geschichte weiß, dann glaube ich, eben fallen solche Orte bei vielen Ghost Huntern einfach durch, ne? Das denke ich auch, ja. Die stehen irgendwo nicht auf der Liste. Da macht halt so ein verlassenes Haus einfach ein bisschen mehr her. Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich immer auch so ein bisschen noch ein Auge habe, wo jetzt irgendwelche Schlachten waren. Unbedingt, ja. Gut, ist natürlich für die meisten Großländer auch wieder unspektakulär, weil meistens siehst du nicht mehr als Bäume oder Ja, Feld. das stimmt. Und aber gut, da hast du ja zum Beispiel ja auch, wenn du jetzt an Westwall denkst oder so, na, das ist, um ein jüngeres Beispiel zu nennen. Da hast du halt wirklich jetzt überwiegend, wenn du jetzt, oder Hürtgenwald zum Beispiel, ne? Gehst da rein, hast natürlich nur Bäume. Ja. Ab und zu mal irgendwo ein kleiner Bunker vielleicht. Ja, meistens zerstört. Richtig. Aber ich denke mal, die Untersuchung selbst zwischen zwei Bäumen würde sich da mindestens genauso stark lohnen. Und von daher, das sind halt so Sachen, wo ich sage, das sollte man jetzt letztlich auch nicht aus dem Auge verlieren. Aber es gibt natürlich noch ältere Schlachtfelder, ne? Zum Beispiel 30-jähriger Krieg. Ja, natürlich gibt es bei uns auch recht viele, ja. Genau. Und da ist natürlich auch viel passiert, ne? Nürnberg könnte man zum Beispiel wunderbar noch untersuchen, wo die große Schlacht war von Wallenstein und Gustav Adolf. Und ja, aber da ist halt auch wieder die Frage, okay, zum Beispiel Hürtgenwald ist ein sehr frühes Beispiel, was auch sehr, sehr oft halt auch in irgendwelchen Erzählungen oder Urban Legends oder sowas mit Erwähnung findet. Dass es da natürlich dann auch diverse Spukphänomene und sowas geben soll. Hörst du jetzt allerdings halt von irgendwelchen, ich sag mal, mittelalterlichen Schlachtfeldern relativ wenig, ne? Dass man halt jetzt wirklich sagt, hier, da spukt noch der Geist von so und so rum. Ja, wenig. Ich kenne ein paar tatsächlich. Ja, ich habe mich also in Deutschland Aber jetzt nicht. doch, tatsächlich. Also ich Oh, habe cool. hier bei uns in der Nähe tatsächlich sogar, gibt es in der Nähe von Freiburg ein Schlachtfeld, das auch mit Wallenstein zusammenhängt, also mit dem Dreißigjährigen Krieg. Und auf dem eben der kopflose Reiter von irgendwem gesehen wird, der dann dort erschlagen wurde. Wahrscheinlich der Kommandant. Ich glaube, dass das Breisacher Heer ist irgendwie auf die Schweden oder was getroffen. Ich weiß es nicht genau. Jetzt so aus dem Stegreif. Aber da gibt es tatsächlich dieses Schauermärchen dazu. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil ich diesen Ort in absehbarer Zeit auch nochmal besuchen möchte. Aber ansonsten hört man das hier tatsächlich sehr selten. Ich glaube, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass Schlachtfelder in Deutschland so grundsätzlich gerne irgendwie unter den Tisch fallen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, gut, ja, es ist, ja, schwierig zu sagen, also. Also ich lese selten irgendwo Schlachtfeld. Ich lese oft Burgruine. Wenn es gut läuft, lese ich noch irgendwie römische Badruine oder sowas. Schlachtfeld. Gut, da Also fällt mir jetzt mal. jetzt spontan, fällt mir Der eigentlich jetzt, Kalkriese, ne? Teutoburger ja, Wald, Hermannsdenkmal da.
Ja, das als eines Beispiel. Das andere wäre jetzt zum Beispiel Völkerschlachtdenkmal in Leipzig oder bei Ja. Leipzig, was mir noch groß einfallen würde. Ja, also wenn ich jetzt an England allein denke, da hast du ja Hastings zum Beispiel als, wo auch Ja. wiederum, was auch vielleicht ganz interessant auch zur Thematik passt, da gibt es ja auch eine Spuklegende über dieses Schlachtfeld, beziehungsweise eher über die Kapelle, die dort errichtet wurde. Ich glaube, heute nur noch als Ruine dasteht, wo angeblich auch der Harald begraben liegen sollte, also der damals gegen den Wilhelm dem Eroberer verloren hat, 1066. Und der soll tatsächlich auch dort rumspuken, der Harald. Ja, und gerade fällt mir auch noch ein, bei Grünstadt in der Pfalz gibt es tatsächlich auch noch ein Schlachtfeld, wo sich die Schlacht wiederholen soll. Also da hört Ach, man okay. dann immer mal Säbel klirren und sowas und sieht da Gestalten. Aus welcher Zeit ist das Schlachtfeld? Puh, also das Buch ist nicht ganz griffbereit, aber ich dachte, das ist auch entweder Bauernkrieg oder der Pfälzische Erbfolgekrieg, so irgendwann, also 16., 17. Jahrhundert. Ja gut, ist ja so gesehen auch noch nicht so lange her. Nee, also in der Zeitrechnung von Geistern vielleicht gestern. Ja gut, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Ja, aber wäre ja Ja. möglich. Na gut, wenn es so knapp gefasst ist mit gestern, dann wäre sozusagen ihr Ende schon vorgestern. Also. Stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, also ich glaube, in der Zeitrechnung ist das tatsächlich nicht noch nicht allzu lange her. Ja, wo wir einmal bei Schlachtfeldern sind, fällt mir zum Beispiel jetzt schottisches Beispiel von Culloden das Schlachtfeld ein. Ist ja auch sehr bekannt. Und auch gerade von dem, was dort passiert ist damals, wo der Jakobiteraufstand dort niedergeschlagen wurde. Und sozusagen auch das Ende der Highland-Kultur sozusagen veranlasst hat. Und dort hatte ich ja tatsächlich auch ein, ich sag mal, ein paranormales Erlebnis, wo wir dort nachts unterwegs waren. Es war aber so hell wie eine Abenddämmerung. ja, Sommersonnenwende. Und das so weit im Norden, da bleibt es einfach Da hell. bleibt's hell, ja. Genau. Aber auf jeden Fall mitten auf dem Schlachtfeld, wir gehen da so eine kleine Senke lang. Und mit einmal wirklich, wie als ob einer vor mir irgendwas abgefeuert hätte, habe ich richtig intensiven Schwarzpulvergeruch vor mir. Das Wow. mitten auf dem Feld, also da ist nur Wiese, da ist jetzt nichts großartig. Und trotzdem hast du diesen intensiven Schwarzpulvergeruch und ich war auch nicht der Einzige, der es gerochen hat. Von daher, das war schon, also es war wirklich auch nur relativ kurz da, es hat ein paar Sekunden angehalten. Und dann war es wieder weg. Aber das ist ja auch wiederum noch nicht so lange her. Und wenn man jetzt wirklich, gut, beim Harald, beim Geist vom Harald ist halt immer so die Frage, gut, das ist jetzt 1000 Jahre her. Oder fast 1000. Und also wenn der jetzt immer noch da rumspukt, dann hat er auf jeden Fall schon mal so ein Oldtimer-Kennzeichen als Geist verdient. Weil das ist, glaube ich, einer von denen, die man dann wirklich relativ selten hat. Also, dass man wirklich jetzt hat, so einen fast 1000-jährigen Geist, der da rumspukt, das hast du jetzt nicht oft. Ja, das stimmt. Wobei man Wahnsinn, natürlich ja. auch wieder sagen muss, okay, wer weiß, von wann die Legende war. Ne? Also, kann ja sein, dass Klar. es sich schon seit 1800 erzählt wird. Oder seit Mittelalter vielleicht, oder? Ja, Ja. klar, das kann natürlich sein, ne? Ja. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Und so gerade auch diese olfaktorischen Halluzinationen, also diese Geruchshalluzinationen sozusagen, diese Geruchsempfindungen, die man da haben kann, sind halt total faszinierend, ne? Wenn man dann so Definitiv. Schwarzpulver plötzlich halt eben schnüffelt oder ich hatte auch schon ganz oft Weihrauch oder halt eben Feuer.
Auch schon, ne? In Grabowsee war das doch mal so extrem irgendwie. Da hat es an einer Stelle. Ja gut, Grabowsee ist schwierig, was das angeht, weil ich ja dort einerseits Ursachen gefunden habe in einem Gebäudeteil, aber in einem ganz anderen Gebäudeteil, der ja wirklich gegenüber lag und keine Ahnung, 500 Meter entfernt oder was es war, da hat man dann wiederum keine Rückstände gefunden, aber trotzdem den Geruch gehabt. Das war halt schon ein bisschen merkwürdig. Kann ich natürlich jetzt nicht komplett ausschließen, dass man da irgendwas übersehen hat. Ja. Naja, klar, natürlich. Ja. Also, Problem war da in dem Falle dann irgendwelche, beziehungsweise Fotografen, ich will nicht mal unbedingt Urbexer sagen, sondern direkt Fotografen, die halt mit Bürotechnik gearbeitet haben. Und, aber gut, das ist halt natürlich auf so einem Schlachtfeld wie Caletten komplett ausgeschlossen, weil das ist den Schotten sowas von heilig. Also, wenn du da jetzt mit irgendwelchen Feuerwerk rumhantierst, dann schmeißen die dich, glaube ich, aus dem Land raus. Und ja, es weiß auch nicht irgendwas, dass da irgendwie eine Reenactment-Veranstaltung oder irgendwas war. Und ich wüsste jetzt auch nichts, was in der Natur sozusagen oder auf einer schottischen Wiese jetzt irgendwelche Gerüche erzeugen könnte, was am Ende zu einem Phantomgeruch wird, der Schwarzpulver extrem ähnelt. Und sehr intensiv vor allem. Ja. Also würde mir jetzt überhaupt nicht einfallen, was da zusammengemixt werden müsste. Nee, schon gar nicht, wenn das Weil, Schussgeräusch vorher fehlt, ne? na, Also. richtig, genau, ja. Ja. Ja, vor allem mitten in der Nacht, da merkt man es ja, wenn irgendwo noch einer gewesen wäre, der auf freiem Feld neben uns eine Muskete abschießt. Ja, sollte man glauben, auf jeden Ja, Fall. definitiv, ja. Wobei es ja auch wieder ganz spannend ist, wir waren ja da auch bei den Klavakerns gewesen. Das war ja sozusagen unsere Location für diese Sommersonnenwende. Und da hat man jetzt allerdings auch nicht so die Ergebnisse. Und sozusagen dieses eine Erlebnis bei dem Schlachtfeld hat die ganze Untersuchung davor getoppt. Also, Das glaube ich, ja. das ist halt, ja, ist natürlich auch wieder so, ne? Indiz schon mal dafür, okay, das, was jünger ist, ist scheinbar noch da, das Ältere jetzt weniger. Ja, also eben, das ist so der Eindruck, ne? Wobei wir halt einfach nicht wissen, ob das ganz Alte vielleicht auch einfach nicht mit uns kommunizieren kann oder will. Ja, Oder das ob ist halt es, auch ja. etwas, wo ich dann noch hinkommen wollte mit. Und zwar, was könnte denn der Grund sein, dass sie nicht hier sind oder nicht antworten? Also sprich, jetzt nehmen wir den 500 Jahre alten Geist, der ja entweder nicht mehr da ist, weil er sagt, okay, wie auch immer, ich gehe weiter. Ja. Ne? Wie sei jetzt mal dahingestellt, ob er jetzt keine Ahnung, wiedergeboren wird oder in eine große Seelensuppe geht oder sonst irgendwas. Da gibt es ja verschiedene Theorien, wie es dann weitergeht. Ob er sozusagen keine Kraft mehr hat und aufhört zu existieren, das wäre sozusagen das endgültige Ende. Also das spricht das Ende, was man eigentlich vom Tod erwarten würde in mancher Augen, würde dann sozusagen erst nach dem Ende des Geistes kommen. Also sprich, man hätte noch mal ein weiteres Leben Ja. in einer anderen Form. Haben sie vielleicht keine Energie mehr und können sich nicht melden? Na, das ist auch noch mal so eine gängige Theorie. Was ich mir doch so nebenbei überlegt habe, haben sie vielleicht einfach keinen Bock. Also sprich, wenn du jetzt so 500.000 Jahre hier rumhängst, bist du am Anfang vielleicht noch relativ kommunikativ und dann irgendwann denkst du dir, Alter, jetzt könnt ihr mich mal alle am lecken. Und du machst dann dein Ding, keine Ahnung, rumsitzen oder was auch immer. Genau, ich stelle mir da gerade eine beleidigte Leberwurst, vor, die da an irgendeinem Baum hockt und denkt, ja, macht doch, was ihr wollt. Also da wäre ja die Frage oder die Grundsatzfrage vielleicht sogar, was denn jetzt einen Geist, eine Wesenheit, eine Energie, eine Präsenz, wie auch immer, überhaupt dazu verleitet, hier bleiben zu wollen, müssen, können. Ja, also meistens sagt man ja eben diesen Seelen,
nach, dass sie halt eben auf die eine oder andere Weise etwas unerledigt gelassen haben oder sehr überraschend aus dem Leben gerissen worden sind oder eine fürchterliche Straftat begangen haben. Also man sagt ihnen irgendwie immer nach, dass sie einen Grund haben, warum sie hier sind. Ja, wobei ich mir beinahe auch vorstellen könnte, dass es eigentlich fast unsere eigenen Erklärungen sind, warum und weshalb. Also, dass Klar, wir. natürlich. Na. Das sind ganz klar natürlich menschliche Interpretationen, gar keine Frage. Aber die sind ja auch vielleicht auf die eine oder andere Weise berechtigt, Ja. weil ja oftmals eben durchaus genau diese Präsenzen oder Geister an Orten auftauchen, an denen irgendetwas Entscheidendes passiert ist. Und vielmals halt eben dann auch einen Wunsch zu haben scheinen, sich in irgendeiner Weise mitzuteilen. Mal gelingt das mehr, mal gelingt das deutlich weniger. Aber so grundsätzlich wäre eben, und darauf will ich jetzt hinaus, wäre halt die Frage, warum dann eben ein 5000 Jahre alter Geist diesen Wunsch plötzlich nicht mehr haben sollte. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, du büßt jetzt seit 5000 Jahren deine gerechte oder auch nicht so gerechte Strafe und endlich kommt mal jemand und fragt dich, wie es dir geht, dann halte ich es für durchaus möglich, dass dann vielleicht diese Wesenheit eher sagt, oh, bin ich aber jetzt mal echt froh, ja, oder halt eben sogar sagt, warte, dir zeige ich mal, warum ich noch hier bin. Also als gar keine Reaktion hervorzurufen. Also jetzt mal so das ist natürlich auch ein menschlicher Standpunkt, ist ja klar, ja. Also wir können ja nun mal nur menschliche Standpunkte. Aber so grundsätzlich würde es für mich irgendwie keinen Sinn machen, wenn sich Geister hier noch aufhalten, die dann irgendwie überhaupt gar kein Interesse haben zu kommunizieren. Wobei man da natürlich auch wieder differenzieren muss, weil es kann natürlich sein, dass dieser Geist einfach nicht mit Frauen kommunizieren will oder nicht mit Männern. Also dass da auch noch mal vielleicht ja persönliche Hintergründe durchaus eine Rolle spielen können. Ja klar, das kann natürlich immer sein. Also ich meine, Naja. davon mal abgesehen jetzt von den üblichen Verdächtigen, sage ich mal, von du bist mir so unsympathisch, mit dir rede ich nicht und so weiter. Es geht ja jetzt eigentlich mehr um den, ich sag mal, um den Oberbegriff, ne? Also beziehungsweise um mal alle irgendwie in einen Topf zu werfen. Warum und weshalb es jetzt sein könnte, dass es zum Beispiel jetzt umso älter, umso weniger Rückmeldung geben. Weil, also ein Quickfeedback, wenn man, gut, kann natürlich sein, wenn wir irgendwann doch mal römische Ruinen machen, dass wir dann Quickfidel Fidibus da haben, der sagt, hey, komm her, ich erzähle dir meine Lebensgeschichte, die vor 2000 Jahren mal stattgefunden hat. Und du hast die geilsten EVPs drauf. Also ich glaube, da müssen wir diesen Podcast nochmal wiederholen. Ja, unbedingt. Ja, aber aktuell sieht es ja natürlich, klar auch von unserer Location-Wahl her aus, dass es natürlich dann eher in die Richtung geht, umso jünger, umso aktiver. Ja, scheint so zu sein. Tatsächlich. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wir uns irgendwie automatisch eher an der Neuzeit orientieren, weil wir uns halt eben der Neuzeit eher verbunden fühlen, ne? Da können wir einfach eher was mit anfangen. Die wenigsten von uns können sich in das Mittelalter zurückversetzen oder in noch frühere Zeiten. Gut, da kann ich jetzt überhaupt kein Urteil drüber bilden. Ja, also könnte ich mir halt einfach vorstellen, ne? Also Ja. der Zweite Weltkrieg liegt einfach deutlich weniger lang zurück. Und da gibt es deutlich bessere oder erschöpfendere Quellen als jetzt beispielsweise aus der römischen Zeit, mit denen man heute noch hantieren kann. Und dann ist natürlich auch vielleicht das nächste Thema die Verständigung. Könnte denn ein Römer eine andere Sprache als Latein sprechen? Zum Beispiel unser heutiges Hochdeutsch. Ja gut, es ist halt eigentlich die gleiche Frage, wenn wir ins Ausland gehen, ne? Können Sie unsere Sprache sprechen? Würde ich jetzt eigentlich ähnlich angesiedelt sehen, weil ob es jetzt eine alte Sprache ist oder eine neue Sprache, und es gibt ja doch schon irgendwo sehr oft die Hinweise darauf,
in manchen Ergebnissen, dass halt, ja, sie auch eine andere Sprache mit anderen Sprachen kommunizieren können, beziehungsweise diese auch verstehen. Von daher, ob jetzt da ein englischer Geist oder ein lateinischer Geist, sag ich mal, jetzt vor mir steht, dürfte in dem Falle dann ja eigentlich nicht so die Relevanz spielen, denke ich mal. Ja, kann ich mir schon auch ganz gut vorstellen, dass es diese sprachliche Barriere nicht mehr gibt. Aber eben dann sollte es ja vielleicht auch so sein, dass es dann keine persönlichen Barrieren mehr geben sollte. Also, es ist ein sehr diskussionsfreudiges Thema, ne? Ja. Wo man da jetzt dann so landet. Ja, richtig. Wer, warum und wieso Ja, und wie gut. lange eigentlich? Natürlich am Ende läuft natürlich alles nur auf Spekulation heraus. Na, wir können es nicht wissen. Wir haben Naturgemäß. aktuell, genau, ich meine, mit den paar Jahren, die wir jetzt auf dem Buckel haben, da, dieses eine Jahrzehnt, da kann man noch nicht viel sagen. Das ist noch viel zu wenig und Ja, aber mir ist auch bei den, also bei diesen gängigen Spukfällen, jetzt zum Beispiel die Borley Rectory oder sowas, ist mir irgendwie jetzt kein römischer Hintergrund bekannt, sondern da geht es dann meistens auch so ums 19. Jahrhundert. Vielleicht noch ein paar hundert Jahre weiter zurück, aber eben nicht all, also nicht bis in die Zeit zweites, drittes Jahrhundert nach Christus oder sowas. Also, mir würde jetzt gerade so spontan ein Spukfall aus der Moderne einfallen, der einen solchen Hintergrund hätte. Nee, Fällt es, dir also, ein Spuk mit Römern ein? nee, ich überlege gerade auch. Ich habe, vielleicht sollte ich mir da mal irgendwelche italienischen Ghost Hunter angucken, mal gucken, wo die so Ja, herumpeuen. stimmt. Die sitzen ja ein bisschen mehr an der römischen Quelle, sagen wir mal so. Ja, stimmt. Ja, aber ist schon interessant. Also ich meine, ich weiß, dass du ja auch kürzlich in Xanten warst, im Archäologischen Park, ne? Genau, ja. Da gibt es keine Geschichten, oder? Nein, aber ich denke mal, ganz ehrlich, bei den Tourismusströmen da, ich denke mal, jeder Geist, der da ist, der wurde schon sowas in den Boden gestampft. Naja. Ja, auch das ist natürlich ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, ne? Dass vielleicht mal irgendwann dann tatsächlich so eine Art Resignation eintritt. Und diese Resignation vielleicht dann auch dazu führt, dass man halt einfach keine Lust mehr hat auf irgendeine Kommunikation. Ja, also ich stelle es mir persönlich als plausible Möglichkeit vor. Andererseits, gut, wenn man es so will, dann wäre wahrscheinlich die Welt auch irgendwo voll von Geistern. Also sprich, wir könnten theoretisch gesehen, denke ich mal, keinen Schritt machen, ohne durch irgendeinen Geist durchzutreten. Das sind halt auch mal so Aspekte, wo man sagen muss, okay, weil wenn man überlegt, okay, wie viele Menschen sind denn irgendwo, oder Wesen, ne? Das können ja auch Tiergeister und sowas, also will ich jetzt mal nicht ausschließen, ne? Die auf dieser Welt schon verstorben sind. Und wenn die jetzt alle hier rumhängen würden, dann, ja, was suchen wir jetzt eigentlich? Es wäre dann ein Dann Massenphänomen, also. müssen wir diese Orbsache nochmal überdenken. Stichstaub. Dann ist aber sind aber Staub auch wirklich alles kaputte Seelen, die da unten rumliegen und keinen Bock mehr haben, und du wirfst die dann in Wirklichkeit Also einfach mal natürlich wollen durchs wir Projekt. darüber keine Witze machen, Ja. aber also tatsächlich, das ist eine schwierige Vorstellung irgendwie, ne? Ich glaube, deswegen passt so diese gängige, dass halt eben die noch hier sind, irgendeinen Grund dafür haben, passt irgendwie besser ins Bild. Eigentlich ja. Also sag mal, so ist ja. Gut, man kann natürlich nicht ausschließen, dass wenn man jemanden nicht mitbekommt, dass der nicht mehr da ist, ne? Das ist halt, ja, es sind halt nur leider noch diese offenen Fragen, die mich jetzt daran hindern, hier irgendwelche vernünftigen Sätze zu bilden. Ja. Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, das sicherlich einfach auch weiterer Feldforschung bedarf. Definitiv, ja.
bis man das eine ausschließen kann oder halt eben auch nicht. Ich denke, das wird sich natürlich jetzt nicht in dieser Diskussion erledigen lassen, sondern das sind ja Dinge, die muss man einfach dann mal tatsächlich testen, indem man halt mal ein paar römische Orte tatsächlich besucht. Ja, ich denke es auch. Also haben wir gleich eine neue PU-Orte mit durch unseren Podcast jetzt auf der Liste. Genau. Ja, sehr interessantes Thema, Chris. Ja, hat mich auch gefreut, dass wir so lange darüber diskutieren konnten. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir auch diesen Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf allen gängigen Plattformen für Podcasts und mir gerne auch auf YouTube bei PE Chris, weil da wird dieser Podcast ebenfalls veröffentlicht und dort habt ihr auch die Möglichkeit, entsprechend Kommentare zu diesem Podcast abzugeben. Ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, von daher sage ich ciao. Macht's gut, bis bald.